herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und hier mit meinem treuen Begleiter Marc Bremer, auch von SI Real Estate Mallorca. Ihr kennt uns. Ihr kennt uns, genau, wenn ihr unsere Videos seht, auf jeden Fall. Und ja, heute wollten wir einen ganz interessanten Podcast machen. Und zwar wollten wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr eigentlich auf unsere Videos reagiert allgemein, auf den sozialen Netzwerken, sei es auf YouTube, Instagram oder auch TikTok. Und ja, haben mal ein paar Kommentare rausgefiltert, ja, auf die wir heute konkret eingehen wollen. Die meisten sind so ein bisschen wild herausselektiert, also zusammengewürfelt. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal mit dem ersten an. Den fand ich eigentlich so ziemlich am interessantesten, gerade bei dem letzten Podcast fand der Erwähnung. Und zwar wird da die Frage gestellt, autark leben auf einer Finca, ist das denn möglich? Manche sagen, dass es möglich wäre mit einer Solaranlage und großem Batteriespeicher. Die anderen sagen, es ist noch nicht machbar, man benötigt immer noch ein Dieselaggregat. Ich denke, die Frage, die kann Maurice super beantworten. Das hattest du öfter? Ja, absolut. Also wir haben ja mittlerweile auch wirklich sehr, sehr viele Erfahrungswerte, muss man ganz klar sagen. Und es ist schon so, vor 10 Jahren, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, da war die Technik noch nicht so ausgereift und man ist mit dem einfachen Batteriespeicher nicht hingekommen. Ja, gerade auch im Winter ist das immer ein großes Problem gewesen und die Leute haben immer noch zusätzlichen Dieselaggregat gebraucht. Mittlerweile gibt es sehr hochwertige, vor allem, das muss man echt mal sagen und auch mal so ein kleines Lob aussprechen, es wird ja immer über China gemeckert, aber Huawei, der Handyhersteller, also wahrscheinlich ist den meisten von euch ein Begriff als Handyproduzent, Handyhersteller, Huawei, ne, Huawei eigentlich ausgesprochen. Und ich bin ein großer Fan von Huawei, muss ich sagen, auch wenn ich kein Fan von der chinesischen Regierung bin. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die produzieren hervorragende Batteriespeicher für Solaranlagen. Also wirklich eine erstklassige Qualität. Und mit einem wirklich hochwertigen System funktioniert das mittlerweile ganz hervorragend. Also man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt 5000 Euro, also wenn man jetzt eine 250 Quadratmeter große Finca hat, beziehungsweise ein 250 Quadratmeter großes Wohnhaus auf einem Landhausgrundstück, wo man dann eine ordentliche Solaranlage installiert, dann ist es schon so, dass man natürlich auch einen gewissen Bedarf hat, ja, das ist klar, mit allen Annehmlichkeiten, die man da so hat in der Regel. Und mittlerweile ist es schon so, mit einem ordentlichen System, wo man eben keine 5.000 oder 7.000 Euro ausgibt, sondern auch mal ein bisschen mehr in die Hand nimmt und vielleicht mal 25.000 oder 30.000 Euro investiert, funktioniert das mittlerweile wunderbar. Ich meine, die Regel bestätigt immer die Ausnahme, das ist auch ganz klar. Und im Winter gibt es auch mal, das ist zwar sehr selten auf Mallorca, aber auch mal 3 Tage hintereinander keine Sonne. Und da kann es natürlich sein, dass man einen gewissen zusätzlichen Bedarf auch hat. Ja, aber mittlerweile mit einem ordentlichen, hochwertigen System funktioniert das schon sehr gut. Also mir sind einige Eigentümer und Landhäuser bekannt, die eben komplett autark leben hier auf Mallorca und das funktioniert mittlerweile wirklich sehr gut und uneingeschränkt. Also ich kenne tatsächlich den einen oder anderen, die haben gar keinen Dieselgenerator und haben den kompletten Bedarf rein mit den Batteriespeichern und der Solaranlage komplett gedeckt. Also ja, hat man ja gerade letztens einen Kunden gehabt, eine Frontline-Immobilie in Sol de Mallorca war das, der auch komplett seinen Strom aus Solaranlagen bezieht und sogar noch was ins Netz mit einspeist. Genau, das funktioniert mittlerweile auch. Das war ja immer so ein Thema auf Mallorca gewesen und die Energielobby hat sich da immer so ein bisschen vorgedrückt. Aber mittlerweile funktioniert das tatsächlich auch mit einzuspeisen. Auch wenn das nicht ganz so rentabel ist, wie das vielleicht mal vor 20 Jahren war. Also ich muss sagen, ich kenne da auch den einen oder anderen in Deutschland, der das macht. Und die haben vor einigen Jahrzehnten wirklich gutes Geld verdient. Das ist ja immer unwirtschaftlicher geworden mit den Jahren, aber mittlerweile funktioniert das auf Mallorca auch ganz gut, ja, das ist schon so, definitiv. Und, ich würde sogar sagen, die Thematik ist noch halbwegs in den Kinderschuhen. Das ist doch absolut, absolut. Und ich denke, das ist wirklich ein super interessantes Thema. Ich habe gerade gestern mich persönlich noch mal mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, nicht für Mallorca, sondern wie der ein oder andere weiß, bin ich ja auch so ein bisschen in Südamerika unterwegs und meine Frau kommt aus Ecuador und das habe ich ja schon oft auch erwähnt und wir haben da auch Eigentum in Südamerika und ja, leider ist es in solchen Entwicklungsländern oft so, dass die Stromversorgung nicht ganz so reibungslos funktioniert wie in Europa oder wie in der ersten Welt. Das heißt, man hat immer mal wieder Stromausfälle, gerade auch im ländlichen Bereich. Und da bin ich jetzt gerade dabei zu planen, auch eine sehr ordentliche Solaranlage, zum Beispiel auf einer Kakaoplantage, die ich betreibe in Ecuador, zu installieren, weil das einfach eine unglaubliche Planungssicherheit gibt. Ne? Ich meine, am Ende des Tages, wenn du dein eigenes Wasser hast, deinen eigenen Brunnen hast und deinen eigenen Strom, dann bist du komplett autark. Und ich meine, das ist unglaublich viel wert in dieser Zeit. Definitiv.
Ne? Aber ich glaube, das war jetzt, da sind wir ein bisschen ausgeschwenkt, sind ein bisschen intensiv drauf eingegangen, aber ich hoffe, dass das ja, interessant war, diese gesagt, Ausführung. Vielleicht kompakt. Könnt ihr da auch nochmal drauf eingehen. Also, ja. Ne, das ist ein interaktiver Podcast. Wir wollen heute auf eure Kommentare eingehen, auf euer Feedback eingehen. Deswegen gerne könnt ihr auch auf unsere Aussagen, die wir heute treffen, nochmal eingehen. Das wird uns super interessieren. Am Ende des Tages sind wir natürlich auch irgendwo Laien im Bereich der Solarenergie. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, dann schlagt mich nicht tot, sondern schreibt gerne was dazu in die Kommentare. Uns interessieren unsere Anregungen. Wir wollen einen Dialog mit euch, wir wollen Kommunikation mit euch. Das ist für uns auf jeden Fall wichtig. So, Markus. Kompakt kann man noch zum Abschluss sagen zu dem Thema. Es wird immer interessanter auf Mallorca. Absolut. Solarenergie absolut. Ist am Kommen. Absolut, so, absolut. Kommen wir mal zum nächsten Kommentar. Und Liesel B. fragt, wann kommt wieder Frag einen Anwalt auf Mallorca? Ich glaube, da meint die Liesel B. das Format, das war letztes Jahr mal, ja, ich glaube, 3 Folgen hatten wir gehabt. Ist auch sehr gut angekommen. Genau, genau. Ja, das können wir vielleicht nochmal einblenden. Also unser lieber Gian hinter der Kamera, der blendet das nochmal kurz ein. Wir haben auch den einen oder anderen Frag einen Anwalt Podcast noch veröffentlicht auf YouTube. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, vielleicht kann der ein oder andere die Initiative ergreifen, kann mal hier in die Kommentare das ist der Frag einen Anwalt. Wir wollen eine Frag einen Anwalt Folge Kommentar-Button und da könnt ihr einfach den Kommentar mal liken und wenn der, würde ich sagen, mindestens 20 Likes hat, dann machen wir noch mal einen kurzfristig. Ja? Ich glaube, das ist ganz interessant. Machen also einfach vielleicht Termin bei Gonzalo. Genau, bei unserem Haus- und Hofanwalt Gonzalo Platon vom Bufete Alfi. Genau, also einfach mal einen Kommentar reinschreiben, wenn euch das interessiert. Ja, wir möchten eine weitere Folge eines Frag einen Anwalt auf Mallorca Podcast, um euch quasi kostenlos, kostenfrei den Mehrwert zu bieten, dass ihr eure Fragen in diesem interaktiven Live-Podcast unserem Haus- und Hofanwalt, wie wir ihn immer nennen, Gonzalo Platon stellen könnt. Genau. Ja, wollen wir vielleicht mal zur nächsten Frage übergehen oder zum nächsten Kommentar, auf den wir eingehen können? Jawohl, der Jürgen Zweig fragt, was kostet ungefähr eine renovierungsbedürftige Finca in Inselmitte? Ja, das ist natürlich sehr, ist natürlich sehr, sehr, sehr grob. Ne? Also man kann da jetzt keine, ne, also die Frage ist jetzt, sage ich mal, nicht präzise genug gestellt, um da jetzt eine präzise Antwort geben zu können. Aber wir können auf jeden Fall dem Jürgen sagen, dass es da auf jeden Fall die eine oder andere Möglichkeit gibt, auch im sechsstelligen Bereich noch, das muss man ja auf Mallorca mittlerweile sagen, sechsstellig gibt es nicht mehr wirklich so viel, gerade auch bei Landhäusern, auch wenn die renovierungsbedürftig sind, muss man in der Regel doch immer irgendwo 400.000, 500.000 Euro in die Hand nehmen und auch da muss man dann besonders darauf achten, dass das dann natürlich eine legale Liegenschaft ist, eine legale Finca, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wollte ich gerade nochmal sagen, weil in der Regel, also erfahrungsgemäß ist es so, dass man unter dem Preis von 500.000 kaum was Legales bekommt. Absolut, ja. Absolut. Da ist man natürlich vor einigen Herausforderungen. Die meisten Objekte sind nicht mal unter Bestandsschutz, heißt illegal erbaut, haben auch eine Denuncia, also eine Anzeige erhalten, mit Rückbauaufforderungen. Und der neue Eigentümer, der dürfte sich dann wenig darüber freuen, nur ein Grundstück für den Preis von 350.000 gekauft zu haben, auf dem man nicht mal bauen kann. Ja. Das ist schon hart. Ja, absolut. Deswegen kann man das. Also ich glaube, man kann das nicht so pauschal beantworten, was der Jürgen da gerade gefragt hat. Aber wie gesagt, Jürgen, es gibt schon mal für 400.000, 500.000 Euro auch Angebote. Finca ist ja auch immer so ein sehr dehnbarer Begriff. Ne? Also für den einen Deutschen ist die Finca einfach das Haus auf Mallorca, für den anderen ist die Finca das Landhaus. Also für die meisten, glaube ich, ist die Finca, die typische mallorquinische Finca, das Landhaus. Aber ich habe auch schon Anfragen gehabt zu Stadthäusern, wo das Stadthaus als Finca bezeichnet wurde. Deswegen vielleicht, wir wissen ja nicht so ganz, was der Jürgen da meint. Also ein Stadthaus gibt es auf jeden Fall, auch unter den gerade genannten Beträgen in der Inselmitte. Auch ein urbanes Haus gibt es deutlich darunter, auf jeden Fall. Auch im Jahr 2024 nach wie vor bei Landhäusern, vor allem wenn sie legal sein sollten, wird das schwierig. Da wird das eher ein bisschen mehr. Ne? Also da würde ich eher so um die 500.000, 600.000 Euro, ne? Das ist glaube ich ein Betrag, den man nennen kann. Da kriegt man dann was, wo dann zumindest auch die Legalität gewährleistet ist. Ja, abschließend kann man auch sagen, Jürgen, melde dich doch gerne einfach mal persönlich, wenn du ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns haben möchtest, dann klären wir dich da mal genau über die Gebiete auf, über die Preise und auf was du zu achten hast beim Finca-Kauf. Super. Spannend. Dann haben wir hier einen Kommentar von Weil ich mich kontrolliere 385. Warum Mallorca, wenn man auch nach Ibiza ziehen kann? Wie war die Frage? Entschuldigung, das war, der Name war so wild, dass wir kurz... Warum Mallorca, wenn man auch nach Ibiza ziehen kann?
Ja, warum? Wie wäre der Name nochmal gewesen von dem User? Weil ich mich kontrolliere, 385. Okay, glücklicherweise kontrollierst du dich, 385. Also das ist schon mal, ne, schon mal sehr, sehr positiv hervorzuheben. Ja, warum Mallorca, wenn nicht Ibiza? Also das ist eigentlich so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Weil man kann nicht wirklich sagen, Mallorca ist besser als Ibiza oder Ibiza ist besser als Mallorca. Das sind zwei, ja, kann man natürlich mit Herzblut und Leidenschaft für Mallorca, gar keine Frage. Aber es ist am Ende des Tages so, das sind zwei komplett unterschiedliche Inseln. Auch wenn die Flora und Fauna identisch sind, aber die Inseln selbst sind komplett unterschiedlich. Die Zielgruppen, die auf den Inseln verkehren, sind in der Regel komplett unterschiedlich. Und von daher kann man schon sagen, was natürlich Mallorca auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir einfach eine viel stärkere Infrastruktur haben, das ganze Jahr über. Nur überhaupt eine haben, ne? Ja gut, auf Ibiza hast du im Sommer auch ein schönes Ambiente und auch eine ordentliche Infrastruktur, aber das ist eben nur in den Sommermonaten. Im Winter ist da auch in den meisten Teilen Totentanz, da gibt es diverse Ausnahmen in Ibiza selbst. Aber grundsätzlich ist es schon so, man kann sagen, also Mallorca, warum Mallorca und nicht Ibiza? Einfach weil Mallorca doch mittlerweile größer ist, oder na, schon immer größer war, aber größer ist, einfach eine bessere Infrastruktur hat, eine ganzjährige Infrastruktur, ganzjährig ordentliche Flugverbindungen, die es auf Ibiza einfach in dem Umfang nicht gibt. Abseits davon hat man einfach auch eine viel größere Vielfalt auf Mallorca. Ne? Ich meine, Ibiza, wunderschön, gar keine Frage, aber die Vielfalt auf Mallorca, ne, das Tramuntana-Gebirge, alles, was wir hier haben, die Buchten, die Sandstrände, also all das, die Stadt Palma, das ist eine unglaubliche Stadt, ne? Die gibt es auf Ibiza nicht. Ne? Also auf Ibiza haben wir nichts, was ansatzweise auch in die Ibiza-Stadt zu vergleichen ist mit Palma. Ja, deswegen denke ich, sind das ganz starke Unterschiede, aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, wir bevorzugen Ibiza einfach wegen dem Tourismus, wegen dem anderen Tourismus und der Zielgruppe, die dort gegeben ist und vielleicht auch der anderen Musikkultur, die dort auch noch ein bisschen stärker ist, das können wir auch vollkommen verstehen, aber am Ende des Tages, Mallorca ist eine ganz andere Nummer. Absolut. Also ich denke, Mallorca leben und ab und zu nach Ibiza Ausflug machen, das machen wir. Das ist schon cool, ja, ab und zu mal nach Ibiza ein Ausflug ist schon cool oder mal ein Wochenende oder auch mal ein bisschen feiern, das hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ich denke, Mallorca ist einfach, bietet einfach deutlich mehr. Ne? Und wie gesagt, man kann ja jederzeit auch mal eben kurz nach Ibiza, wir haben Fährverbindungen, wir haben Flugverbindungen, der Flug dauert 20 Minuten, dann ist man auf Ibiza, also das geht ruckzuck und von daher denke ich, ist das, alles auf den Punkt gebracht. Alles auf den Punkt gebracht, genau. So ist es. Was haben wir noch, Marc? Dann haben wir von der Die Lulu Kach. Was fahrt ihr? Ja, was fahrt ihr? Was fahrt ihr? Also in der Regel alles mit allem, was Räder hat, außer Bobbycars und Rollschuhe. Aber in der Regel sind das Autos, mit denen fahren wir. Also vielleicht muss man da auch noch mal so ein bisschen privat und geschäftlich unterscheiden. Also ich reite ja privat, das wissen die wenigsten, auch gerne mal auf dem Pferd. Und wenn es sein muss, auch mal auf dem Maultier. Mache ich zwar, ich meine, ich wiege knapp 100 Kilo. Das arme Maultier, das sollte man jetzt nicht so häufig machen. Aber ich reite auch mal gerne auf dem Pferd. Nein, also natürlich fahren wir Autos, ne? Gar keine Frage. Genau, ja, nächste Frage. Da hat man gemerkt, dass das sehr random ist, was wir da rausgepickt haben. Beziehungsweise die Regie. So, noch eine interessante Frage. Ja, vom Sebastian G. Ich überlege auszuwandern, aber es ist schwierig, die Sicherheiten aufzugeben und ins Ungewisse zu gehen. Wie habt ihr damals die Entscheidung getroffen, nach Mallorca auszuwandern? Wie war eure Situation? Ja, willst du anfangen? Ja, du, pass auf, also jetzt komplett auf meine persönliche Situation einzugehen, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich war relativ jung, war gerade mit der Schule fertig und habe einen guten Bekannten gehabt, das habe ich schon oft erzählt, der hat hier eine Eventagentur gehabt und hat mich gefragt, Maurice, hast du nicht mal Lust, Grüße an Oliver an der Stelle, hast du nicht mal Lust, dir das mal anzuschauen? Ich war auch auf dem Wirtschaftsgymnasium gewesen, muss man dazu sagen, das heißt, ich habe natürlich so ein bisschen Grundkenntnisse gehabt von Betriebswirtschaftslehre, was eigentlich gar nichts bedeutet, aber der liebe Oliver hat damals, glaube ich, einen Eindruck gehabt, der Mann weiß, wie man was an den Mann bringt und was verkauft und ja, dann bin ich hierher gekommen, habe mir das angeschaut, das war tatsächlich nicht meine Welt gewesen, das heißt, wir sind da nie geschäftlich, obwohl wir heute noch befreundet sind, nie geschäftlich zusammengekommen, aber ich habe dann gleich das Potenzial auch am Immobilienmarkt gesehen und bin dann relativ schnell auch in den Bereich gegangen. Hatte da auch in Deutschland diverse Erfahrungen gesammelt und habe dann hier meine Berufung gefunden. Ja, und wegen der Sicherheit und was man da aufgibt, also ich muss dazu sagen, ich bin mit einer Handvoll Euros bin ich als junger Kerl hierher gekommen, ohne finanziellen Background. Mein Papa ist 2 Jahre vorher gestorben, überraschend, als ich noch minderjährig sogar war. Für mich war das einfach mein Weg. Ne? Ich meine, jeder hat da so ein bisschen, ne, das ist auch manchmal muss man auf sein Bauchgefühl hören. Und das habe ich damals gemacht, glücklicherweise. Deswegen bin ich heute hier und habe hier mein Leben, habe hier meine Familie, habe hier meine Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Also das ist
Ja, so ein bisschen meine Geschichte, aber die, um so ein bisschen auf diese Sicherheit oder Sicherheitsthema einzugehen. Du, Sebastian, es gibt keine Sicherheit. Ne? Diese Sicherheit, von der du sprichst, das ist eine Illusion. Ja, die ist in deinem Kopf. Und wenn irgendwelche Dinge aus dem Ruder laufen, dann hast du diese Sicherheit auch in Deutschland nicht mehr. Ja? Das heißt, am Ende des Tages, Sicherheit. Wer Sicherheit möchte, da gibt es, glaube ich, ein gutes Sprichwort. Ne? Der büßt seine Freiheit ein. Oder wer, wie war das Sprichwort? Wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, wird am Ende beides verlieren. Genau. Deswegen war ich da nie so fanatisch gewesen. Aber ich kann das natürlich verstehen und muss dazu nur ganz klar sagen, wir haben hier in Spanien ein hervorragendes Gesundheitssystem. Also wenn man mich auch fragt, Welten besser als in Deutschland. Welten, das sind wirklich Welten. Tag und Nacht. Ein hervorragendes Gesundheitssystem für kleines Geld. Wir haben hier auch eine ganz normale Arbeitslosenversicherung wie in Deutschland. Natürlich haben wir hier keine, also du hast jetzt nicht die Möglichkeit oder schwierig die Möglichkeit, 20 Jahre Hartz IV zu beziehen, ne? Also Langzeitarbeitslosengeld zu beziehen. Aber wer will das denn? Also ich meine, wenn jemand mit einer Ambition ins Ausland geht, dann sollte doch das der letzte Grundgedanke sein. Findest du mich auch, Sebastian? Ja. Ich meine, ich glaube, das ist einfach, ne? Also man muss sich diese Illusionen so ein bisschen aus dem Kopf schlagen und auch mal auf gut Deutsch gesagt Eier in der Hose haben und sagen, hey, ich ziehe das jetzt einfach durch, ich mache das. Und Scheitern ist für mich keine Option. So habe ich das gemacht. Mir ist es da sehr gut bei ergangen. Der Marc kann das nochmal aus seiner Sicht erzählen. Ne? Wie war das denn bei dir gewesen, Marc? Also bei mir war das etwas ähnlich. Ne? Ich meine, wir kennen uns ja schon einige Jahre. Ich habe ja damals den ganzen Prozess bei dir auch mitverfolgt. Und ich selber habe mich damals in der Situation befunden, ich habe mein Fachabi in der Abendschule gemacht, war ehrenamtlicher Nachhilfelehrer und Fundraiser für eine Tierschutzorganisation. Das heißt, mein Alltag da war so gefüllt, dass ich wirklich kurz vorm Burnout, sagt man, Burnout stand und mir einfach nochmal die Frage gestellt habe, wo will ich denn hin? So, was erwarte ich denn vom Leben? Und da fiel mir auf, dass ich auf jeden Fall zumindest mal ein bisschen mehr Vitamin D3 benötige und das im besten Fall im Süden finde. Und ich hatte damals die Idee gehabt, nach Paraguay auszuwandern. Und Maurice und ich, wir waren ja auch in dem Zeitraum in Kontakt gewesen, immer noch. Und ich habe ihm da von meiner Idee berichtet. Er konnte mich dann mit seinem Maklerfachjargon davon überzeugen, dass es vielleicht erstmal eine bessere Idee ist, im 17. Bundesland anzufangen und Spanisch zu lernen, bevor ich mich auf die Reise nach Südamerika begebe. Und seitdem bin ich hier. Das sind jetzt auch schon fast 8 Jahre. Und ich habe es keinen Tag bereut. Also ich habe tatsächlich alle Zelte abgebrochen in Deutschland. Ich habe mein geringes Erspartes, was heißt gering? Gut, das war schon im fünfstelligen Bereich. Das habe ich mir zusammengepackt und habe dann auch im ersten Jahr einfach erstmal die Insel erkundet und den ruhigen gemacht. Ich hatte ja Gott sei Dank auch den Maurice, der mir da eine Wohnung organisiert hat, die ich anmieten konnte. Und so habe ich mich dann Step by Step eben aufgebaut. Und dann kam es eben durch meine Berufserfahrung auch im Bereich von Raumausstattung etc. war es dann irgendwo naheliegend, dass ich dann früher oder später in die Immobilienbranche mit einsteige. Nicht bereut, wie gesagt. Okay, dann machen wir vielleicht noch eine Frage. Oder machen wir noch eine Frage, den Rest können wir ja dann irgendwann bei den nächsten Podcasts genau mal besprechen. Und zwar war das eine Aussage auf YouTube. Die Insel ist besetzt von vielen Deutschen mit katastrophalen Auswirkungen für die Einheimischen. Ach, wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt, weil ich meine, klar, natürlich kann man verstehen, dass wir hier eine Wohnungsnot haben, dass diese Wohnungsnot aber durch den reichen deutschen Investor und Immobilienkäufer verursacht wird, ist absoluter Bullshit, weil der komplette Wohlstand, den wir hier leben, der hier gegeben ist auf Mallorca, auf den Balearen und in komplett Spanien, der ist zu 100%. Und wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung vom Leben. Tut mir leid. Ich bin da so ein bisschen, ich habe da meine Toleranzschwelle ist da nicht ganz so hoch. Aber wenn ich sowas höre, das ist ja echt, man darf doch nicht die Hand beißen, die dich füttert oder die dich reich gemacht hat. Ja? Und da muss man ganz klar sagen, natürlich haben wir da Verständnis für, dass es mittlerweile eine Situation gibt, die nicht mehr so schön ist. Ja, dass der Einheimische, ja, aber ist das der Einheimische? Das ist doch auch der Zugezogene, der da Probleme hat. Der einheimische Mallorquiner, der hat mindestens 5 Immobilien. Das ist doch Bullshit. Also ich kenne keinen Mallorquiner, richtigen Mallorquiner, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Zugezogenen, der nicht 5 Immobilien hat. Also Butter bei die Fische, kenne ich nicht. Ne? Die sind alle extrem wohlhabend geboren, hier haben extremen Reichtum. Da können wir in Deutschland, wo wir immer denken, dass wir da aus dem reichsten Land der Welt kommen, da können wir, ne, also von träumen, da können wir von träumen. Das hast du nicht mal in Baden-Baden, so eine Millionärsdichte wie auf Mallorca. Definitiv, das hatten wir auch im letzten Podcast, meine ich, so ein bisschen gehabt. Wer sind denn eigentlich die, die da auf die Demonstration gehen? Das sind genau die. Das sind die, die eben, das ist ja genau der Punkt. Ne? Und viele sagen dann, ja, das kannst du ja nicht sagen. Doch, wir nehmen da kein Blatt vor den Mund, weil am Ende des Tages ist das so. Wie gesagt, ich kenne keinen richtigen Mallorquiner und ich kenne tausende Mallorquiner und ich kenne keinen richtigen Mallorquiner,
der hier geboren und aufgewachsen ist, der nicht diverse Immobilien besitzt. Nochmal, ich möchte das ganz klar betonen und wahrscheinlich kann ein Großteil der Community, die das auch gerade schaut, der deutschen Community, das bestätigen. Ich kenne keinen Mallorquiner, der kein Eigentum besitzt. So, in Deutschland kenne ich mittlerweile keinen Deutschen mehr, der Eigentum besitzt. Das ist umgekehrt. Ja, ist jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ist ja Blödsinn. Also am Ende des Tages ist das auf die Politik zurückzuführen. Es ist darauf zurückzuführen, dass jahrzehntelang geschlafen wurde bei der Stadtplanung im Bereich Sozialbau, Sozialwohnungsbau. Da wurde extrem geschlafen. Es wurden restriktive Verbote eingeführt in der Stadtplanung. Es wurden Grundstücke, die Bauland waren, zu nicht bebaubarem Land deklariert in den letzten Legislaturperioden. Und genau da ist der Fehler. Der liegt nicht beim... Natürlich, Angebot und Nachfrage. Wenn je mehr Menschen hier kaufen wollen, desto höher schießen natürlich die Preise. Das ist schon so. Aber für die, die eben, sage ich mal, in Anführungszeichen am Ende der Nahrungskette sind, ja, und sich natürlich auch ihren würdigen Wohnraum verdient haben, ja, das ist ja nichts, am Ende des Tages, sollte jedem Mensch zustehen. Ne? So, genau für die ist am Ende des Tages ja auch dieser Bereich der Politik zuständig. Ja? Und da kann man sich ja nicht die Augen verschließen, kann 10, 15 Jahre lang Baugrundstücke zu nicht bebaubarem Land umstrukturieren, umdeklarieren und kann dann sagen, ja, der böse Ausländer, der hierher gekommen ist, den Wohlstand geschaffen hat, Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen hat, ein Wohlstandsniveau, das seinesgleichen sucht, in Europa und auf der ganzen Welt geschaffen hat, verteufeln. Also eine Dringlichkeit geschaffen. Es ist ja nicht nur die Hand, die geschüttelt hat, sondern es ist ja auch eine Dringlichkeit. Durch die Ausländer, durch den Tourismus, durch den ganzen Zuwachs wurde ja hier auch was gemacht, was vielleicht nicht gemacht worden wäre. Also absolut. Absolut, richtig. Absolut, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Von daher, ja, die Deutschen, die bösen deutschen Besetzer, die hierher gekommen sind, Millionen ausgegeben haben und die Insel in den Ruin getrieben haben, das ist doch Bullshit. Also mal ganz klar Butter bei die Fische und jeder, der argumentativ irgendwie was anderes zu sagen hat, bitte gerne in die Kommentare. Wir sind da wirklich offen für einen niveauvollen, kontroversen Austausch. So, jetzt ist das Handy ganz kurz am Schreien. So, ich glaube, das ist das... So, ja, okay. Das ist das Wort zum Sonntag gewesen. Marc, hast du dazu noch was zu sagen oder allgemein? Ja, im Großen und Ganzen nicht. Ne. Okay. Ich bin raus. Du bist raus bei dem Thema. Ja, spannend. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Ganze ist für euch interessant, bietet euch einen Mehrwert. Das ist für uns besonders wichtig. Wir sind ja relativ vielseitig auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs mit unseren Videoproduktionen, die wir seit ein paar Jahren mit unserem guten Gian Simsek, den wir übrigens uneingeschränkt jedem Videomaker und Content-Creator auf Mallorca empfehlen können. Simsek-Movies. Ja, genau, ist wirklich sehr gut, stark, Daumen hoch. Sind wir ja sehr vielseitig unterwegs, von unseren Gebietstouren über Lifestyle-Blogs, wo wir Restaurants vorstellen, Podcasts machen, frag einen Anwalt, frag einen Steuerberater. Also wir versuchen da ja wirklich einen Mehrwert zu bieten für unsere Community. Und hoffen, das gelingt uns in diesem Sinne. Wenn ihr Anregungen habt, auch zu dem Content, den wir heute geliefert haben, bitte einmal in die Kommentare, da helft ihr uns wirklich mit. Teilt das auch gerne, liked das gerne. Und wenn ihr eine Immobilie auf Mallorca sucht, dann kontaktiert uns gerne jederzeit www.sae-mallorca.com. So, ich werde gefordert. Ja. In diesem Sinne, hasta luego. Hasta luego und alles Gute.